Hallo und herzlich willkommen zum Tony Outdoor Gear. Im heutigen Video geht es um eine Solartasche der Firma Radioletti.com. Die Homepage von der Firma werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Es geht um eine Solartasche Ready SP200 mit 200 Watt. Bleibt dran, es geht gleich weiter nach dem Intro. Geht quasi um diese Solartasche. Hier sind die Daten von der Solartasche, also Bezeichnung Ready, also SP200 für 200 Watt maximal. Dann haben wir USB 1 Quick Charger 3.0 18 Watt maximal. Dann haben wir USB 2 und 3 5 Volt 3 Ampere maximal. Und dann haben wir DC Output 18 Volt maximal 11 Ampere. Die Firma nennt sich Ready. Die Radioletti-Seite werde ich euch verlinken. Ich habe diese Solartasche zur Verfügung bekommen von der Firma Radioletti.com. Und ich bedanke mich. Ich werde euch diese Tasche kurz vorführen und zeigen und euch auch sagen, wieso ich mich dazu entschlossen habe, diese Tasche, Solartasche zu testen. Dann zeige ich euch kurz, was bei der Tasche alles dabei war. Haben wir das hier. Ihr könnt pausieren. Hier sind die Daten nochmal von der Solartasche. Und wie gesagt, es handelt sich um 200 Watt Tasche. Aber diese Tasche, Solartasche, hat etwas Einzigartiges, was ich finde sehr Positives, und das werde ich euch zeigen. Ihr müsst verstehen, wir haben jetzt, heute ist der 17. Dezember, bei mir gibt es Schnee. Wir werden ja aber die Tasche trotzdem mal im Einsatz sehen. Jetzt schauen wir mal, was im Lieferumfang dabei ist. Jetzt machen wir hier kurz auf. Vielleicht hier was Wichtiges zu erwähnen, das ist hier IPS wassergeschützt, also spritzwassergeschützt, auch der Reißverschluss. Also die Verarbeitung von der Tasche sieht sehr hervorragend aus. Und jetzt schauen wir mal, was alles dabei ist. Wir haben einmal nochmal diese Infoblatt. Ihr könnt kurz pausieren und dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Also wir haben hier MC4 Stecker, Plus und Minus getrennt, Kabellänge auch hervorragend. Dann haben wir Adapter von MC4 auf DC-Büchse, finde ich sehr gut. Und dann kommt noch das hier dazu, dann haben wir quasi wieder von MC4 auf diese Anderson Stecker, auch Adapter, toll. Dann haben wir vier Karabiner, um die Solartasche irgendwo aufzuhängen, finde ich auch gut. Dann haben wir hier verschiedene Adapter. Also es sind 10 Stück insgesamt. Und das Einzigartige an dieser Solartasche, was ich finde, also ich habe 5, 6 Solartaschen, aber diese Solartasche ist einzigartig und zeige ich euch wieso. Und zwar, es geht um Folgendes. Diese Solartasche hat hier quasi ein Display. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, also wir haben hier quasi Möglichkeiten, unsere Sachen anzuschließen. Hier haben wir quasi DC-Eingang, USB Quick Charger und zweimal USB. Das heißt, wir können dann quasi die Solartasche deutlich besser positionieren. Hier quasi den ganzen Lieferumfang. Hier ist nochmal die Bedienungsanleitung. Die Tasche kam sehr gut eingepackt und wir werden sie jetzt mal testen. Und wie gesagt, das Einzigartige an dieser Tasche ist einfach dieses Display, was mir sehr gut gefällt. Vor allem für die Anfänger ist es richtig gut und einfach die Tasche deutlich besser auszurichten in Richtung Sonne, dass man mehr Ertrag hat. Und die Solartasche kann man im Campingbereich, Wohnmobile, im Outdoor-Bereich top einsetzen. Ich würde so eine Solartasche und vor allem mit diesem Display jedem empfehlen, der sich nicht gut auskennt. Vor allem diese Tasche kann 200 Watt. Und das ist mal richtig gut. Also die kann ich wirklich empfehlen. Und
Für irgendwelche Krisen, Blackouts ist so eine Solartasche mit 200 Watt natürlich viel besser wie eine Tasche mit 100 Watt. Die Größe ist noch recht gut, nicht zu groß, nicht zu schwer. Ich werde euch nachher die Daten nochmal kurz einblenden. Dann könnt ihr euch auf der Homepage von readyoudt.com die Solartasche Ready SP200 mal anschauen. Und wie gesagt, ich werde euch den Link in Videobeschreibung reintun. Die Solartasche wurde mir zur Verfügung gestellt für die Vorstellung hier für euch. Und ich habe schon Sachen von Readyoudt gekauft, und zwar ein Solarradio, und mit dem bin ich sehr zufrieden. So, jetzt habe ich die Solartasche Ready SP200 mit 200 Watt aufgestellt. Und wie gesagt, wir haben Winter. Ihr könnt ja sehen, also Sonne ist kaum da. Und wir schauen mal, mit was wir laden. Ich habe hier eine EcoFlow Delta eingesteckt und wir laden momentan, ich glaube, ihr könnt es erkennen, mit 16 Watt. Vorher ging was mit 50 Watt, aber wie gesagt, es hängt natürlich auch von der Sonne. So, und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Was ich richtig gut finde, ich hoffe, man kann es erkennen, dieses Display. Man kann hier sehen, mit was man lädt. Und das finde ich einen sehr großen Vorteil. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und man kann hier über diese Anschlüsse jetzt natürlich alles schon anschließen. Tasche Ready 200 hat 4 Stützen und die Stützen sind einstellbar. Und wie gesagt, das Laden funktioniert sehr gut. Wir haben Winter, keine Sonne, aber trotzdem kann ich etwas aufladen. Ich hoffe, man kann es hier gut sehen. 16 Watt laden wir und es ist minus 5 Grad haben wir. Erkennen, dass ich es lade, und hier bei der Taschenlampe kann man das auch sehen. Und ich habe es hier angeschlossen. Ich hoffe, da kann man das erkennen. Also man kann sogar sein Handy, Laptop, viele Verbraucher einfach über diese USB-Schnittstelle oder DC-Schnittstelle laden. Also das funktioniert recht gut. Natürlich jetzt im Winter ist das ein bisschen problematisch, aber ihr seht, wir haben keine Sonne. Aber es funktioniert trotzdem auch jetzt bei minus 5 Grad. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Ich werde den Link von der Solartasche Ready 200, also Ready SP200, in der Videobeschreibung verlinken. Ich kann diese Solartasche empfehlen. Ich habe sie jetzt ein paar Tage getestet. Heute ist halt Wetter schlecht. Im Winter ist es halt so. Aber trotzdem funktioniert sie sehr gut. Ich habe im Winter, also gestern habe ich sogar mit 60, 70 Watt laden können. Und wie gesagt, ich kann sie wirklich empfehlen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare rein. Ich werde sie beantworten. Ich bedanke mich bei der Firma RadioDT.com für die Solartasche, die sie mir zur Verfügung gestellt haben, für den Test hier für euch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Toni. Ciao.